So, ich habe schnell die Aufnahme gestoppt und eine neue angefangen, weil ich will jetzt das hier, wie gesagt, bei On the Road ist das richtig schwer, das so ein Zwischending zu finden. Aber ich hätte hier jetzt zum Beispiel reinfahren können in den Rasthof, aber hier ist halt auch einfach rasend schnell eine Stunde rum. Das ist krass. Ich denke mir so, ja, jetzt fahre ich gerade mal bestimmt 30 Minuten so. Kann man noch 10 Minuten machen, weil die haben wir verplempert mit Aufladen und Heinz beladen. Und dann gucke ich, bams, 55 Minuten rum die Aufnahme. Das ist krass. So. Aber die habe ich jetzt, ich werde die zwei dann zusammenschneiden, die zwei Videos, weil ich will das auf jeden Fall hier noch abliefern. Dann machen wir eine Folgenpause. Ich werde dann diese zwei zusammenschneiden, werde das gesamt hochladen. Ich hoffe, dass diesmal das nicht wieder crasht. Na, das hoffe ich echt sehr, weil ansonsten muss ich die echt separat hochladen und das wäre echt doof. Aber wenn es so wäre, dann entschuldige mich jetzt schon, dass das einfach so ist, weil dann stimmt irgendwas mit meinem PC nicht. Dann ist da irgendwas, keine Ahnung. Weil dann muss ich das von nun an anders machen, dass ich dann direkt von der PlayStation aus das direkt übertrage, bis ich da das Problem gefunden habe und das gelöst habe. Aber wir werden das jetzt erstmal testen. Ich werde das probieren. Wie gesagt, sollte das nicht funktionieren, dann muss ich das leider so hochladen und wir müssen das so weitermachen. Aber wir werden sehen. Wir werden sehen. Ich möchte das gerne abliefern noch hier. Aufpassen, dass meine Kollegen hier nicht drauf fahren. Wir haben noch 2 Stunden. Die könnten reichen für die Kilometer, hoffe ich. Da müssen wir aber echt Gas geben und nicht so dahin dümpeln mit knapp 80. Und ich muss mal dieses Ding da ausschalten, das nervt ein bisschen. So, danke. So, auf geht's. Geben wir ein bisschen Gas. So. Man hat da auf dieses Game so richtig Bock, ne? Wenn man so fährt jetzt wie ich, ne? Also natürlich ist das mit Lenkrad noch was ganz, ganz anderes. Aber ich finde, dass das mit Controller richtig gut funktioniert. Also natürlich ist halt mit Lenkrad ein anderes Gefühl, aber ich weiß nicht, ist das tatsächlich auf der Autobahn trotzdem ein anderes Gefühl, wenn man ständig geradeaus fährt und einfach nur das Lenkrad festhält? Ich weiß, oh, wir müssen darüber. Das Gequatsche, ne? Ich passe nie auf so. Wir müssen da lang. So, aber jetzt hier mal Konzentration. Ja gut, das ist schon spät, ne? Wir haben schon, bei mir ist schon 2 Uhr morgens. Dienstag, 2 Uhr morgens haben wir. So. Dann lassen wir den noch vorbei und wir gehen da rein. Danke. So, dann fahren wir an dem vorbei.
Ach, jetzt weiß ich, warum die Ladung kaputt gewesen sein kann, weil ich habe aus Versehen ja auf Start gedrückt und dann bleibt er natürlich abrupt stehen. Ne? Das ist eh klar. Dann hat sie sich verschoben und bams, gegen die Bordwand. So. Ist schon geil hier so mit Wald, ne? So. Nach Bremen geradeaus. Okay, nicht geradeaus. Nice. Wenn man nicht aufs Navi schaut, dann muss man wenigstens die Schilder lesen, ne? Aber meistens ist es dann zu spät, wenn man es lesen kann, weil da ist man schon zu nah dran, ne? So. Läuft doch wie geschmiert eigentlich, ne? Naja, bis auf den Schaden, aber ansonsten läuft es doch sehr, sehr gut. Komm schön durch. Das wär's auch, ne? So mit Stau und sowas, das fehlt noch. Das wäre auch hart. Aber ich glaube, das wäre krank, wenn man da, weiß nicht, ich muss mal gucken. Jetzt habe ich schon wieder auf den falschen Knopf gedrückt. Jetzt habe ich schon wieder auf den falschen Knopf gedrückt. Das ist doch unglaublich. Ich wollte doch dahin und gucken, wie weit wir noch haben. Wir haben noch 39 Kilometer, das heißt, wir müssen nicht schlafen. Da können wir da easy durchfahren. Dann machen wir das doch auch. Der Heinz ist schon da, das ist krass. Den können wir dann gleich nochmal. Der ist jetzt von Leipzig bis nach Nürnberg gefahren, so schnell. Krass. Wir müssen gucken, dass wir den echt bis nach oben schicken. Von ganz oben, ganz unten nach oben und wieder zurück. Aber durch das, dass das jetzt zwei Parameter sind, ist das jetzt schwierig, den sein LKW voll zu kriegen. Aber das macht die ganze Sache interessanter. Bleib ja da drüben, du. Das macht die ganze Sache wohl interessanter. Auf jeden Fall zumindest. Es ist spannender, finde ich. Man muss halt wirklich rechnen und gucken, wie macht man es am blödsten, ne? Weil
Du musst wirklich beides rechnen. Du hast so und so viel Meter. Was ich nicht verstehe, wir haben den 7,5 Tonner. Wie kann der 17 Meter haben? Dann ist das auch kein 7,5 Tonner, dann hat er mehr. Was ist das? 14 Tonner? Aber das ist doch niemals ein 14 Tonner. Matthias, hilf mir. Wenn du das siehst, hilf mir. Das, was wir da fahren, das ist doch ein 7,5 Tonner. Und 7,5 Tonner haben 7 Meter, oder nicht? Also so kenne ich das. 7 Lademeter eigentlich. Und der hier hat 17 Meter angeblich. Das haut doch gar nicht hin. Müssen wir gucken, wenn er leer ist. Wenn er leer ist, mal schauen. Irgendwas, weiß nicht. Also hat er bloß 7500 Kilo. Also hat er auch nur 7 Meter. Keine Ahnung. Irgendwas läuft da schief. Nein, 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 bitte nein. Aber 1%, nur 1%, aber trotzdem. Da war mal zu schnell und zu spät. Wow. Das kenne ich alles gar nicht mit Hochhäuser und so. Ich war ja schon hier, ne? Wo ich das ja mal angefangen habe zu zocken. Aber da war alles anders. Die haben richtig viel Zeug investiert. Zeit, wollte ich sagen, nicht Zeug. Viel Zeit investiert und Zeug gemacht. So. Aber das trifft sich gut, da laden wir hier aus und dann können wir auch schlafen. Und dann werde ich die zwei Dinger da zusammenschneiden und das dann hochladen. Na, bitte soll noch was. Hallo? Stromausfall in Bremen. Stromausfall bei Andi. Fährt nicht. Der fährt nicht. Der fährt tatsächlich nicht. Ich kann nicht fahren. Hallo? Weil er ist ja an. Ernsthaft, ich kann nicht fahren. Ich kann auch nicht zurückfahren. Ich kann auch. Jetzt ist er aus. Jetzt fährt er. Okay. Konnte nicht fahren, tatsächlich. Der hat immer noch den Rückwärtsgang. Düt, düt, düt.
Also raus. Der Ton. Jetzt bin ich nochmal zurückgefahren und habe nochmal nach vorne. Sogar mal die Bugs auch verhindern. Oh, das sieht echt schön aus. Kommt so ein bisschen Berlin nahe, ne? So vom Style, so ein bisschen. Finde ich. Also ich war noch nie in Berlin, aber so von was man im Fernsehen sieht und sowas, sieht das irgendwie so fast aus. Er hat immer noch den Rückwärtsgangton beim Stehen, ne? Jetzt rot, ernsthaft. So, wow, bleib stehen. Bleib stehen. Da rollt er. Der Reifen von Reifen Schwarz. So. Geht's. So. Ja. Das machen wir gleich. Wir haben es eh gleich. Wir haben es ja eh gleich. Das war zu nah. Aber es sieht schon nice aus mit den Bäumen in der Insel. Ja, wir sind gleich da. Gleich sind wir da. Okay, raus, Bremse. Wir sind gleich da. Da können wir dann Heier machen. So, da sind wir schon. Siehste. Nice. Ich werde jetzt mal da hinten parken und dann stellen wir den LKW hier dabei ab. Perfekt. Gut. Ich würde sagen, wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Wenn euch das Licht gefallen hat, wenn euch das Video gefallen hat, dann lasst gerne einen Daumen nach oben da. Ansonsten sehen wir uns in der nächsten Folge. Ich bedanke mich bei euch fürs Zuschauen und danke, dass ihr dabei wart. Bis zum nächsten Mal. Ciao.